Das letzte Wort aus dem Mund des Auferstandenen heute an Petrus muss für ihn wie ein Déjà-vu gewesen sein. Es ist wie das erste. Folge mir nach. Was liegt nicht zwischen diesen beiden gleichlautenden Worten? Wie viele Erfahrungen? Wie viele Enttäuschungen? Wie viele Tage und Nächte? Wie oft Augenzeuge eines großen Geschehens? Wie oft die Mühe, seine eigenen Vorstellungen hintanzustellen, ja über Bord zu werfen? Alles das weiß Jesus, wenn er Petrus hier seine Herde anvertraut. Aber es gibt dafür ein einziges Kriterium, über das Jesus vor seinem Tod ausführlich, und wir haben das noch im Ohr hoffentlich, gesprochen hat. Es ist das neue Gebot, von dem Jesus immer wieder spricht. Liebt einander. Wir haben uns manchmal zu fragen, genau wie Petrus, wie mache ich das? Indem wir anfangen, das, worauf es Jesus hier zuspitzt, zu praktizieren. Nämlich, indem wir anfangen, ihn, den Auferstandenen, Christus zu lieben. Jesus sagt es ausführlich, wie wir das machen. Wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote. Dann seid ihr meinen Worten treu. Alles andere ist gefühlslose Leid, das sagt er nicht. Aber das dürfen wir unausgesprochen gerne mithören. Christentum ist keine Gefühlsduselei, ist keine emotionale Aufwallung, die eben so schnell kommt, so schnell wie sie wieder vergeht und man erinnert sich an nichts. Christentum ist, den Herrn zu lieben, indem man sein Wort beachtet und seine Gebote hält. Und halten heißt praktizieren. Das fragt Jesus hier Petrus dreimal, ob er dazu bereit ist. Und er weiß, er kennt, dass das in ihm ist, was die Väter in der Auslegung dieser Stelle feurige Liebe nennen. Aber er weiß, dass diese Liebe immer auch bedroht ist und gefährdet ist. Sie ist durch den feigen Verrat nach der Verhaftung Jesu hindurchgegangen. Sie ist hindurchgegangen durch das dumme Geschwätz, das sich manchmal Petrus leistet, indem er nicht denkt, sondern einfach herausredet. Er will das Gute, aber es kommt dann oft genau das Gegenteil heraus. Aber all das, wenn es eingesehen wird, beeinträchtigt jene feurige Liebe, die Petrus in sich hat, zu seinem Meister und Herrn nicht. Diese feurige Liebe eines immer gefährdeten Petrus ist auch das Kriterium für uns. Und nicht nur Kriterium, sondern auch Vorbild.